Wir haben heute in der Jury von 10 Uhr bis 19.30 Uhr getagt, haben die 8 Entwürfe, die in die zweite Runde gekommen sind, sehr intensiv besprochen, diskutiert, unter den unterschiedlichsten Aspekten bewertet und sind am Ende zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen. Wir haben die ganzen Teilaspekte des Städtebaus, der Architektur, der Aspekte der Nachhaltigkeit, der Frage der technischen Ausrüstung, der Materialien, der Standort auf dem Gebäude, insbesondere aber auch der Freianlagen diskutiert. Und wir haben eine Arbeit gekürt, die ein großes Innovationspotenzial bietet und keine allgemein konventionelle Lösung ist. Der erste Preis geht an das Büro Henn Architekten aus Berlin zusammen mit Latz und Partner Landschaftsarchitektur und dem Büro Happold Ingenieure ebenfalls aus Berlin. Wir haben dann im Weiteren zwei zweite Preise, weil wir festgestellt haben, dass in ihrer Unterschiedlichkeit die Arbeiten doch sehr gleichwertig sind in der Gesamtbewertung. Und der zweite Preis geht einmal an das Büro Netzwerk Architekten GmbH aus Darmstadt zusammen mit Landschaftsarchitektur und Ökologie Betzenberger und Innovis Ingenieure GmbH aus Düsseldorf sowie an das Büro Hascher-Jehle GmbH in Berlin mit Hutter-Reimann Landschaftsarchitektur in Berlin und Lindschulte und GGL Ingenieure aus Krefeld. Sie sehen, auch diese Teams waren multidisziplinär zusammengesetzt, um genau diese vielen Teilaspekte zusammenzuführen. Darüber hinaus hat das Preisgericht drei gleichwertige Anerkennungen vergeben. Die drei Anerkennungen gehen an die Büros Zieler Freie Architekten in Leipzig mit Pola Landschaftsarchitekten in Berlin und ZBP Zimmermann und Becker Ingenieure ebenfalls in Leipzig. Die zweite Anerkennung geht an sein Büro Love Architecture and Urbanism in Graz mit Jevo Landscapes GmbH in Wien und Biege Love Architecture and Urbanism sowie Lorenz Consult für die technische Ausrüstung. Und die dritte Anerkennung geht an das Büro Birk Heilmeier und Frenzel in Stuttgart zusammen mit Studio Griesbach Landschaftsarchitektur aus Bergisch Gladbach und Winkels Putlich Beratungsgesellschaft für regenerative Energie und Versorgungstechnik in Münster. Das heißt, wir haben einen ersten, zwei zweite Preise und drei Anerkennungen. Insgesamt können wir sagen, dass alle Arbeiten, die eingereicht wurden, auf einem sehr hohen Niveau sich bewegt haben, sodass im ersten Rundgang auch keine der Arbeiten ausgeschlossen wurde. Das Preisgericht war insgesamt sehr erfreut, mit wie viel Energie, Enthusiasmus an den Arbeiten gearbeitet wurde, an den Entwürfen gearbeitet wurde. Und es zeigt, dass gerade so eine Aufgabenstellung, wie wir sie hier im Renergy Hub hier in Jülich haben, die Architekten auch begeistert, die Ingenieurbüros begeistert und wir damit sozusagen ein Ergebnis erzielt haben, was sicherlich einen wertvollen Beitrag für die weitere Entwicklung für diesen Standort haben wird und insbesondere Arbeitsplätze angeboten werden, die alles andere als konventionell sein werden. Alle eingereichten Arbeiten und insbesondere natürlich die mit den Preisen und Anerkennungen ausgezeichneten Arbeiten werden am 16.11. dieses Jahr ausgestellt. Es wird eine offizielle Preisverleihung geben, wo die Preisträger gewürdigt werden. Und anschließend daran wird es eine Online-Ausstellung geben, wo alle Gelegenheit haben, sich die Preise und Anerkennung ansehen zu können. Wir freuen uns auf diesen Tag und insbesondere wird es sicherlich spannend sein für alle, die auch hier in der Region sehen wollen, was sich entwickeln wird und insbesondere natürlich für diejenigen, die später dort arbeiten werden, zu sehen, welche Arbeitswelten sich hier entwickeln werden.